werfen wir nun gemeinsam einen Blick auf unser Exponat hier. In dem Fall haben wir hier unsere Bachmann M1-Steuerung, die dieses Element hier oben entsprechend ansteuert. Direkt auf der Steuerung läuft hier M1 WebML Pro, das heißt unsere integrierte Webvisualisierung, die direkt auf der Steuerung läuft. Und in dem Fall haben wir jetzt mehrere Clients, die auf die Steuerung zugreifen. Kann jetzt einerseits ein OT1207 sein, ein Panel-PC aus dem Hause Bachmann, wo direkt der Webbrowser läuft, unser Industrial Browser, der sich nun direkt über eine LAN-Verbindung mit der Steuerung verbindet und so die Webvisualisierung im Browser angezeigt bekommt. Weiters haben wir hier jetzt auch ein Tablet und ein Smartphone, wo auch lediglich der Browser geöffnet ist. In dem Fall verbinden sich die Geräte über eine drahtlose Verbindung mit dem Access Point im Hintergrund direkt mit der Steuerung. Die Visualisierung wird somit direkt am Tablet angezeigt, ohne jetzt eine Kabelverbindung zu benötigen. Wenn wir hier jetzt reinsehen, haben wir hier eine manuelle Funktion, wo wir nun die manuelle Position von diesen Elementen hier entsprechend verschieben können. Und hier werden Sie auch gleich sehen, wie performant die Visualisierung ist. Wenn ich nun mit dem Finger dieses entsprechende Element zur Seite verschiebe, Sie sehen, über das WLAN, über den Webserver in der Steuerung werden die Signale direkt über unser Ausgangsmodul entsprechend weitergegeben. Sie sehen, die Bewegung wird de facto in Echtzeit mit übertragen. Multi-Client-fähig, das heißt, Sie können mehrere Geräte verwenden. Wir können selbiges jetzt auch direkt hier am Panel-PC erfolgen, aber auch natürlich genauso am Monitor. Auch das können wir uns jetzt noch kurz ansehen, wenn wir direkt zur Visualisierung auf diesem Gerät wechseln, sehen wir hier im Browser 1:1 dieselbe Visualisierung dargestellt und können auch diese entsprechend mit dem Finger bedienen bzw. den automatischen Modus aktivieren.